Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen. Ich bin wieder Avenger und ja, heute haben wir wieder mal ein paar Themen vorbereitet. Die Woche war ja ein Haufen los, aber was es denn genau, also Neues gab, das seht ihr gleich. In diesem Sinne, Intro ab und bis gleich. Ja, KuchenTV und Haptik oder Haptik, je nachdem wie man es nennt. Meine Kinder haben sich schon wieder darüber aufgeregt, wie KuchenTorfs ihn genannt hat. Keine Ahnung, wie auch immer. Auf jeden Fall, die zwei hatten ganz schön Beef miteinander gehabt, weil KuchenTorfs hat ein Video über Viscabasa gemacht. Man kann das jetzt so und so sehen. Viscabasa ist halt ein Typ, der hatte vorher COD-Let's Plays gemacht. Finde ich eigentlich auch ganz cool und so. Aber irgendwie hat er dann, weil KuchenTorfs hat es zumindest behauptet, dass es ihm zu wenig Klicks sind und er deswegen jetzt zu so einem Lifestyle-YouTuber geworden ist. Ja, genauso wie Haptik oder Haptik, je nachdem wie er heißt. Ich habe mich wirklich nie mit diesem Kanal befasst, bevor ich dieses Video hier gemacht habe. Der hat eins mit Viscabasa gemeinsam. Es sind beides so Lifestyle-orientierte YouTuber, die sich in enge Hosen reinzwängen und eine Beavis- und Butthead-Frisur haben. Ich kann sowieso nicht nachvollziehen, wie man sich in so hautenge Hosen reinknüren kann. Es ist ja kein Wunder, dass die Schwänze immer klein werden, wenn jemand sie so reinzwängt. Mensch, Kerle. Nee, auf jeden Fall, Haptik hat sich darüber aufgeregt, dass der KuchenTorfs immer irgendwelche Kanäle zerstört und dass er jetzt gerade auf Viscabasa rumgehackt hat, weil es ja sein bester Freund ist, keine Ahnung, oder weil sie in irgendeiner Clique sind, weiß der Kuckuck. Das schon mal in allen Ehren, dass er sich für seinen Freund ansetzt, ist ja völlig in Ordnung, aber ich glaube, die meisten haben einfach nicht verstanden, warum macht KuchenTorfs das überhaupt? Um was geht's bei seinem Kanal? Natürlich anstößig zu sein, Kanäle zu zerstören. Und warum das so ist, hat auch echt einen triftlichen Grund. In dem Moment, wo er Kanäle zerstört und sich die Community von denen darüber aufregen, kann er dann wieder seine YouTube-Fails machen. Ich finde, das ist so ein Konstrukt, darauf kann man aufbauen. Da braucht er sich nie wirklich Gedanken zu machen, hey, was drehe ich als nächstes, weil die ganzen Fans von Haptik haben jetzt wieder dafür gesorgt, dass er ein nächstes YouTube-Fails machen kann. Und er hat auch schon wortwörtlich gesagt, dass das Format jetzt öfters kommt, weil die ganzen Inkompetenten... diese inkompetente Community von Viscabasa und Haptik oder Haptik ihn so zuflamen, dass er wahrscheinlich für die nächsten 2 Jahre Stoff für seinen YouTube-Fails hat. Also wie schon gesagt, er hat auf jeden Fall ein System dahinter und ich finde das gar nicht verkehrt. Und jetzt mal eine ehrliche Frage an euch. Was muss man denn heutzutage auf YouTube machen, um berühmt zu werden? Anstößig sein? Pranks machen? Eigentlich irgendwie alles, was anstößig ist? Oder cool? Oder sogar auch teilweise verboten? Man muss ins Extreme gehen heutzutage, um bei YouTube wirklich erfolgreich zu sein. Weil die heutige Community ist halt einfach so gestrickt. Obwohl ich manchmal echt sagen muss, wenn ich mir die Videos von Viscabasa angucke und von Haptik, ich meine, wie schon gesagt, ich habe mich vorhin noch nie wirklich mit denen mal auseinandergesetzt. Oder zum Beispiel irgendwelche YouTuber, die in irgendeiner Scheiße baden, kann die heutige Jugend eigentlich gar nicht so anspruchsvoll sein, oder? Ich meine, wie seht ihr denn das? Wie seht ihr KuchenTorfs? Macht er das richtig so, wie er es macht? Ist er denn nicht unterhaltsam damit? Und das Einzige, was ich bei den anderen immer höre, ist, Mama, der hat... Und deswegen ist es halt echt komisch. Genauso wie Mr. Trashpack. Ich meine, Leute, hallo. Jeder hackt auf KuchenTorfs rum. Er zieht doch einfach nur sein Ding durch und erhält andere Leute. Ist das denn wirklich so dramatisch? Oder wo er jetzt mit JF Not Kennedy ein Video gemacht hat? Was haben die Leute über den hergezogen? Dass er noch ziemlich jung ist? Müsste der nicht im Bett sein? Und solche Geschichten. Wie schon gesagt, auch Kuchen hat dazu wieder mal ein Video gemacht. Also diese YouTube-Fails, die kann ich hier oben mal kurz verlinken. Nee, da. Ich muss mich daran echt mal gewöhnen. Auf jeden Fall, schaut auf jeden Fall mal rein. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung auch mal die ganzen Videos von Visca, also wo KuchenTorfs über Viscabasa gemacht hat und über Haptik oder Haptik und wie sich das Ganze einfach so entwickelt hat. Alles da unten rein. Und was ihr davon haltet, bitte auch direkt da unten rein. Würde mich freuen und mich sehr interessieren. Ja, es war aber auch noch mehr los, weil hier in Bayern ist es, also wird es wahrscheinlich die meisten YouTuber ziemlich ankotzen, was wieder mal das, ich weiß gar nicht, Bundeslandratsamt, keine Ahnung. Irgendein Ordnungsamt auf jeden Fall hat jetzt wieder mal beschlossen, dass das Videodrehen beim Autofahren verboten werden sollte. Einerseits, wenn ich da jetzt mal wieder aus elterlicher Sicht, also aus verantwortungsvoller Familienvater-Sicht rausgehe, dann muss ich dazu sagen, ist es eigentlich auch richtig. Weil Autofahren, wenn man da abgelenkt ist, kann es ziemlich böse enden. Es ist gefährlich, wenn man abgelenkt ist. Und in dem Moment, wo die YouTuber, ich meine, wie zum Beispiel unter anderem der LeFloid hat das gemacht und viele, viele andere YouTuber auch noch, die während dem Autofahren
mal irgendwelche Videos drehen. Es ist völlig in Ordnung, wenn jetzt einer nebendran sitzt und dreht ein Video von dir, ist es völlig in Ordnung. Aber wenn man jetzt alleine ist und muss ständig an der Kamera drin rumfummeln, irgendwelche Einstellungen machen oder so, oder allein schon, wenn du während der Fahrt den Startbutton, obwohl das werden die meisten wahrscheinlich am Anfang der Fahrt machen, allein schon, wenn man kurz in die Kamera schaut. Es ist Ablenkung. Ist einfach so. Ich meine, das Handy, das Telefonieren ist nicht umsonst verboten am Steuer. Wie schon gesagt, ich hab da so ein paar Szenarien gehabt, zum Beispiel vorgestern. Ich bin ja auch einer, der unter anderem irgendwelche Let's Plays oder zum Beispiel hier bei Die Spastiger, der macht ein paar immer so 100 Witze, so 400 Chuck Norris Witze, die 100 Pflasten Witze und so weiter und so fort. Das höre ich mir halt gerne mal bei der Autofahrt an. Unter anderem auch halt andere Musik-YouTuber oder die einfach nur blöd was erzählen, wo man nicht wirklich aufs Handy schauen muss, sage ich jetzt mal, wo das Hören völlig ausreicht. Und vorgestern ist es so gewesen, dass ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin abends und plötzlich ist ein Bus rausgeschert. Ich habe den so echt kaum rausfahren sehen. Also ich musste echt hart in die Eisen gehen, um dem Unfall wirklich zu entkommen. Und da kam mir dann das Thema, was ich anschneiden wollte. Ich meine, das bereite ich ja jetzt schon ein paar Tage vor, nicht? Und habe mir so gedacht, wenn ich jetzt am Handy was gemacht hätte, irgendwas eingestellt oder den Kanal gewechselt oder sonstige Geschichte, dann wäre ich den voll hinten drauf gefahren. Und das ist echt ziemlich gefährlich. Also, wie schon gesagt, die Autoindustrie hat jetzt zum Beispiel auch noch gesagt, dass sie verstärkt daran arbeiten, dass jetzt zum Beispiel die Navigationsgeräte, weil viele die Navigationsgeräte auch während der Fahrt einstellen und einrichten, dass sich das dann einfach ab einer gewissen Geschwindigkeit, also wenn es die Schrittgeschwindigkeit überschreitet, diese Funktion einfach nicht mehr gibt, dass man dann nicht mehr dran rumstellen kann. Finde ich auch völlig, völlig in Ordnung. Also ich kann, wie schon gesagt, ich kann mich eigentlich dafür nur einsetzen. Man kann es natürlich auch übertreiben. Ich meine, die ganzen YouTuber, die wirklich im Auto irgendwelche Videos drehen, sei jetzt mal denen überlassen. Und ich meine, das ist ja auch bis jetzt nur in Bayern, soweit ich das gehört habe. Also, wie schon gesagt, man kann es so oder so sehen. Meiner Meinung nach ist es eine große Ablenkung. Was haltet aber ihr denn davon? Schreibt mal in die Comments, ist es gefährlich? Übertreiben sie es vielleicht mal wieder ein bisschen? Oder sonstige Argumente? Haut es einfach mal da unten rein, würde mich interessieren. Transition! Tja, das war der schönste Sonntag in der Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Comments, wie schon gesagt, was ihr von dem Thema Kuchentalks und Visca Barca und Haptik haltet. Und ja, und vor allem auch, was ihr von dem Kameraverbot während der Autofahrt. Also, wie schon gesagt, diese Dashcams sind ja auch schon, also nicht verboten, aber zumindest nicht erlaubt. Beziehungsweise beim Autounfall kann man sie nicht mehr vor Gericht verwenden. Irgend so eine Scheiße habe ich da mal gehört. Für was gibt's denn dann die Dashcams überhaupt? Die haben das einzige Argument, was sie da gebracht haben, ist, dass man ja während der Autofahrt andere Leute filmt. Und es ist ja eigentlich verboten, fremde Leute zu filmen, ohne deren Einverständnis. Nur wenn es jetzt wirklich einen Unfall aufklären könnte, warum sollte es dann verboten sein? Aber wie schon gesagt, das ist wieder so ein Thema. Das ist halt Politik und das komische Gesetz von Deutschland. Aber da müssen wir halt alle durch. Wie schon gesagt, alles mal da unten rein. Diskutiert mal ein bisschen. Ich würde sagen, wenn ihr mich cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig krass fandet, ja, diesen. Ich bin euer Avenger und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also das nächste Mal entweder ein Let's Play oder allerspätestens am Dienstag bei meinem Channel of the Week. Und wie schon gesagt, jetzt kommt der Abspann. Ich bin raus. In diesem Sinne, Servus, alter Schwede.